Ein bisschen schön die Sonne, aber nur ein bisschen. Tee macht's möglich. Auf jeden Fall wird's jetzt eisig. Heiße Zitrone macht's möglich. Ich bin wieder hier am Start mit Pratan. Was bin ich? Gut. Dann wollen wir mal langsam dahin stolzieren. Mach mal Fernglas-Action. Ich gucke mal. Wie teuer ist das Fernglas? Kosten 4. Schieße, habe ich nicht. Wollen wir wieder dahin rennen? Du schnappst dir den so undercover, so von hinten? No homo. Sagen. Warte. Ist noch ein bisschen späher. Und der erste Zuschauer, ich grüße dich auf jeden Fall. Grüß. Sendung die Gegner. Waren Welches die Level? lila? Boah, ich glaube, jo. Die waren lila. Jetzt zwei andere Waffen, so jetzt wie dieser Doggo mit seiner Sprengpfanne. Warte, ich hab den Skill. Oh Scheiße. shit. Okay, das war's dann mal wieder komplett. Du hast gleich alles so viel Schreck, ne? Ist egal, das schaffen wir. Extra andere Munition machen. Der Muni und der Waffe geht shit. Wieso kann ich denn die Waffe nicht nehmen? Oh, ich bin tot. Wieso konnte ich denn die Waffe jetzt nicht nehmen? Ich bin tot, Bruder. Überlebe, Bro. Hab den engolden Fetch da überhaupt. Der liegt da gerade im Sterben. Shit, ich brenne. So, der ist komplett tot. Tapferer Captain, habe ich die Trophäe bekommen. Hier irgendwo. Ich mache jetzt die ganze die Alarmanlagen versuche ich. Jo. Die wird, glaube ich, nicht schnell. Pass auf, der hat ein MG. Jetzt nicht mehr. Nee.
Okay. Wir haben es geschafft. Wie Sie sehen, habe ich gerade nichts getan. Alles. Das ist quasi mein Coach. So, weil jetzt habe ich noch nicht mal die Schmiede. Wir sind fertig in der. So, und jetzt müsste da stehen, was ich bekomme, oder was? Links. So, Ethanol und Kohlefaser. Ah, ich auch. Wieso Zeiten? Warte so, mal. Wir gehen jetzt mal, wir gehen nee, jetzt mal. Nicht. Bitte, gibst du schon noch? Ja, den Tresor wieder, ja. Ich, ist bei mir nichts drin. Kann das nicht aufmachen? Bei mir ist offen und da ist nichts drin. Ach so. Cool. Wir starten jetzt mal in die Basis, damit ich mal ein bisschen off-tunen kann, die Basis. Na klar. Und dann können wir Hauptaufgabe weitermachen. Können wir eigentlich Schnellreise machen, oder? Warte, ich gönn mir noch ein bisschen Muni. Das hast du mir immer zu spät. Ja. Aber ich fühle mich wie Renat, Alter. Wo ist jetzt hier das Waffenlager? Werkstatt? Ja. Trainingslager? Waffenlager. Ich habe gesehen, wenn du das aufgelevelt hast, dann kannst du in dein Inventar auch deine Waffen herstellen und so. Wusste ich selber nicht. Stufe 1. Prosperity Stufe 2. Ja, bei der hier kriegst du mein Leben. Bei welcher? Bei der Medizin Mark Krankenstation. Ah, bei der Kümmerin. So, jetzt habe ich die Hauptaufgabe fertig. Das ah, ich ja. Interessant. Weiß nicht, ob's das ist oder dass ich mich einfach nicht heile, aber ah, jetzt habe ich auf jeden Fall mehr Leben. Zumindest wird's mir angezeigt. So. Das Lager ist jetzt Stufe 2. Sie sind da. Wir müssen die Kinder reinbringen. Oh Gott!
Jetzt greifen die Basis an. Oder ich glaube die Zwillinge. Na, ich habe das damals übersprungen. Der Christian. Das kann ich. Oha. Dir lief ja alles bestens, aber du, du bist ein beschissenes Problem. Du stiehlst und bringst alles aus dem Gleichgewicht. Wir sollten sie einfach umlegen. Nein, warte. Wir wollen keine Märtyrer. Wir wollen nur allen klar machen, dass deine Hilfe in Wahrheit ein Fluch ist. Jede Person, der du hilfst, jedes Kind, das du inspirierst, jede Siedlung, die du baust, nehmen wir dir weg. Und wenn du nichts mehr hast, kommen wir zu dir. Ich wäre wirklich nicht mutig gewesen. Nicht fallen lassen. Ich weiß. Die einzige Währung in dieser Welt ist Stärke. Und du? Du lässt uns schwach aussehen. Damit ist jetzt Schluss! Wir nehmen dir alles, was du liebst. Der hat sich voll gepinkelt. Zuerst dein Zuhause. Und was wir nehmen können, zerstören. So lange warte sein, bis der Abend nicht umsonst ist. Seid nicht hier, wenn wir zurückkommen. Kommt her, kommt her. Runde 2. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kommt schon, es ist gut. Alles gut. Alles gut, gehen wir zurück. Los. Oha. Da haben die ein bisschen Angst verbreitet. Vor allen Dingen das, was du anhast, wird auch in den Dings gezeigt. In den Cutscenes. So, was machen wir denn jetzt mal am besten? So, ich habe jetzt Dings aufgebaut. Dings aufgebaut. Expedition. Zu befreiten Außenposten. Richtig heißer Scheiß. Muss den Typ angeln. Wie bitte? Du musst noch den Typ angeln. Ja, ja. Sofort. Also höher als 2 habe ich das, glaube ich, auch nicht. Trainingslager habe ich gemacht. Trainingslager. Ist hier deine Begleiter? Naja, und für meinen Singleplayer dann, würde ich sagen. Oh. So, Werkstatt. Stelle Fahrzeuge. So, und wo ist hier Flugzeug? Ist doch hier auch irgendwo, oder? Das zählt hier. Da zählt die Werkstatt dazu. Die so. Umschießt alles. So habe ich nicht. Gut, na dann laufe ich jetzt den Typ an. Hier drüben. Armin hat mir alles erzählt. Auf keinen Fall werden die Highwaymen sich einfach nehmen, was wir aufgebaut haben. Die Highwaymen, das erinnert mich übelst am Fallout, Alter. Oh, wie hießen die da? Oh. Hießen die nicht auch so Highwaymen? Oh, Hightechmen oder? Wieso? Warte, bevor du mit dem quatschst. Ich quatsch schon mit dir. Der Expeditionstyp da hinten. Diese Mauern fallen, was das für uns?
Jo, was mit dem Expeditionstyp? Den muss er anquatschen. Jo, geht sofort los. So, das ist das Kreuz, wa? Jo. Ey, Kollege. Ja, drüben. Ich weiß nicht, ob es ein Anzeigefehler ist, aber meine Lebensheiße, da fehlt ein Stück Leben. Ich kann es nicht aufheilen. So, was wollen wir jetzt machen? Die Hauptaufgabe oder was? Ja, könnte man tun, ja. Gut. Tut du das? Welcher? Und zwar... Die begibt dich zum Speer. Aber ich brauche erstmal noch eine Waffe. Ja. Wieso bin ich teleportiert worden, Alter? Was bist du für ein Mongo, Alter? Sorry. Na, kannst du das auf mobil herstellen? Eine Waffe. Echt? Ja. Bei? Inventar. Stärke auch vorher mal ein. Wo kann ich die denn mobil herstellen? Bei Inventar. Ich bin bei Inventar drinne. Aber da kann ich keine Waffen machen. Ja. Doch. Ich meine bei Charakter. Mein Winner. Oha. Ich kann hier keine Waffe herstellen. Du kannst nur vergleichen. Boah, es sah vorhin aus, wie ob man ja schenken kann, weil das. Ja, das sieht so aus. Also lass mich mal schnell nochmal reingehen. Welche ist denn die beste zweite Stufe? Welche Waffe? Oder? Da ist eins mit Schalldämpfer. Echt? Oh ja. Sturmgewehr leise.
Ja, das kannst du nehmen. Ich hab das auf Stufe 3 und das ist nicht schlecht. Alles klar. Ich habe quasi jede Stufe einmal ausprobiert. Für die Herausforderung. Die wie kriegt man die goldenen Waffen? Werkbank Stufe 3 wird benötigt, der Waffe selten hat. Hast schon los? Nee. Ich Alter, bin noch bei Lila. Übelst geiler Bogen, Alter. Recurve Bogen. Sieht geil aus. Nur wenige wissen, dass es ein Theaterstück war. Und nach dem Film wollten sie ein Musical draus machen. Charlie? Ja, Sir. Ja, Sir. Also, was haben Sie für Absichten mit meiner Tochter? Oh, gleich ein Schwarzer. Scharfschütze. Find ich gut. Gut. Also kannst du auch hier rausklettern. Geht so wie schneller. Ich bin schon wieder teleportet. Jo. Ich das so, du? Du. Wie lenke ich denn? Na so. So, aufstellen, alles klar. Ah, alles klar. Das ist eigentlich übelst einfach. Ja. Ich packte auf die Straße. Sie so Minion. Ja. Jeden Moment auftauchen. Ich hoffe nur, dass ich alle rechtzeitig warnen kann, wenn die Highwaymen kommen. Wir können uns nicht leisten, die. Verteidige. Einer. Eigentlich zurück. Ab in dem Flugzeugding. Ah, jetzt kann ich mich komplett heilen, ey. Ich bin begeistert. Bist du drinnen? Ja, ja. Ärgert mich, dass ich die jetzt nicht abschießen konnte mit dem Raketenwerfer. Kriegen wir schon hin, Alter. Also storymäßig bin ich noch nicht so weit. Ich habe so eine andere Story-Mission gemacht. Dann auf den Edi-Platz. Fetzerei. Eiskalt wird's die jetzt erwischen. Haben wir das auch geklärt?
Hast du mir auch noch welche? Ja. Oh. Denke ich doch, ich hänge ja ein bisschen ab. Ey! Boah, das ist erstmal schön Veggie-Fettsteiner. Ah, jetzt muss man rein. Kannst du gratis Muni auffüllen? Egal. Gratis Muni. Ein Raum. Triffst du auch mal? Ja. Steht noch ein Sniper. Da. Lass mich den bitte nehmen. Was? Den da. Verblutet. Ey, war, du musst die Munition, die du im Meer geskillt hast, einzeln quasi nehmen. Aber gut. Oh, ich liebe Snipern. Ah, da kommen sie ja in Massen. Ja, okay. Das ist das gleiche aber wie bei Pimp. Danke für das Spoiler. Ist kein Problem. Es ist, naja. ist bei jedem Far Cry irgendwie das. Irgendwie die das so machen, dass das Lager angegriffen wird oder das Gefängnis oder was auch immer. Sind denn die Drucks? Kannst du mal den Sniper snipen? Ja. Nice. Was ist das denn, Dick? Eine Rampe. Aua. Hätte ich das Ding vielleicht am Leben lassen sollen, das Auto, damit man es wegfahren kann? Denke schon. Er ist ein Lenkraketenwerfer. Andere Seite. Das war gut. Das war einer. So ein Sniper rein. Ich glaube, die müssen durchbrechen. Also, die brechen automatisch durch, meine ich damit. Ah, hey. Danke. Wo ist Sprengstoff? Halt!
So, ich grüße den nächsten Zuschauer. Ja, Grüße gehen raus. Vergiss nicht, hier kannst du gratis Money nehmen. Heli. Ja, ist doch einfach. Der war cool, Alter. Geh mal wieder hoch. Jo, bin dabei. Unser Expeditionsdude. Also pass auf, dass die keine Bomben legen. Ja, sind diese Fässer. Da unten. Oh, 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 oh. Ist die Bombe. Jojo, ich muss da durch, ich muss da durch. Die wird da drinnen sind, oder? Nein, ich hab's entschärft. Ich brenne. Gut, wir haben's geschafft. Ich dachte, die war drinnen. Gut, dass die Mission jetzt zu Ende war, weil das Haus hat jetzt gebrannt. Brennt immer noch. Ja. Oha. Joseph Seed. Das ist dieser aus dem fünften Teil, dieser Boss. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Finde heraus, was dieser Joseph hat. Ich kläre die Sache hier. Oha. Das ist ein richtig abgefuckter Typ, dieser Joseph. Dieser Helikoptertyp aus dem fünften Teil. Wir nehmen keine Hilfe von Peggy an. Charlie, Elvis hat das Gebäude verlassen. Und die Frage, ob du aufgibst, stellt sich jetzt.
Also theoretisch helfen die Bösen jetzt, um die Bösen zu töten. Aha. Kann ich denn da herstellen? Ja, dann muss man teuer. Mal zu Seed gehen, ja. Oder? Wie teuer diese Level 3er Waffen sind. Der ja, lange Wahnsinn. So, dann nehmen wir doch gleich den Heli. Der müsste ja noch hier stehen, ne? Nee. Warte, ich kann jetzt. Ach, hier ist er. Dahin aber. Was? Ich hab ihn. Echt? Steht vor der Tür. Okay. Okay. Ja, ungewöhnlich. Jetzt hätte ich einfach einen neuen. Ich habe meine normale Waffe in der Hand. Ey, jetzt kann ich. Ah, ja, gut, ich bin Wolfer. Jetzt bin ich echt gespannt, ob man Joseph sieht. Joseph sieht. Betreiben wir sind Umweltverschmutzung. Siehst du's? Cool. Na, wenn das Ordnungsamt sieht. Ja. Jetzt warum ich so viel davon hab. Nicht ins Wasser. Das Büchsen. Nee, ich werf drüber. Hier, das ist die alten Büchsen vom Büchsenbier vom Familie Ritter. Ja, die trinken aber nur Flasche, mein Freund. Kannst du die Vorratslieferung? Ja, wenn ich sie sehe. Ich guck gerade, die ist meine hier Augen. Unten. Ja, beobachte. Was du machst, ja. Ich will gucken, wo es runterkommt. So, da fliegt das Flugzeug da geradeaus. Ich will mal sehen, wie das mit dem Fallschirm funktioniert. Ob ich das auch einfach so machen kann. Oh shit, du musst X gedrückt halten. War keine gute Idee. Lass den nicht kaputt machen. Ja, dann töte mal schneller. Bitteschön. Alles. Ach, da sind ja noch welche. Ja, hier liegt ein totes Vieh. Trinken. Alter, da ist totes ein. Oh shit, ich muss dich heilen. So, jetzt kommen wir wieder. Oh, Alter. Also, ich bin der Tote auf dem Boden. Ja,
Die anderen. Oh. Ey, hör auf das Ding zu ballern. Hä? Verklappen. Ey, er hat mich übelst die Box. Alter, Hilfe, Hilfe. Gut, so, die Herausforderung habe ich jetzt auch geschafft. Hast du die Vorräte genommen? Jetzt. Yes. Alter, Joseph muss ich unbedingt sehen, Alter. Ich will mal sehen, wie der aussieht jetzt. Bestimmt richtig fett Falten geschlagen. Ey, wie weit weg ist denn das? Also? Hey, ist hier drauf was? Ach du meine Güte. Er ist am Arsch der Welt. Oh. Verstrahlten Gebiet. Was verstrahlten Gebiet? Das sieht zumindest so aus. Naja, das ist, da ist was passiert. Du musst im fünften spielen, da ist was passiert. Warum das so ja, ist? Ich hab das schon gehört. Christian Mord. Ah, guck da dir zu. Nee, ich meine, hat Christian dir erzählt oder was? Nee, ich hab euch zugehört. So. Damals, wo wir Stream Tom los. Ja. Wo er es denn durchhattet? Followerzahl 119. Läuft, ey, ne? Du wirst immer bekannter. Du musst mal höher fliegen. Schreib mich nicht an. Kopfschmerzen. So. Oh. Ups. Ey, nächstes Mal fliegen wir bitte mal was, was schneller ist. Ein Jet, ja, oder sowas. Kauf dir was Schnelleres. Ein Jet. Ich habe erstmal hier meinen Code eingelöst. Was für ein Code? Ich habe von hier Jamstop hier noch so einen Code gekriegt für ein Buggy. Ja, ich nicht. Ich weiß ja nicht, wo du es geholt hast. In diesem blauen? Irgend so ein Einhorn-Buggy oder sowas? Nee, habe ich nicht. Also ich hab's bei Saturn. Ach so. Gut, dass wir überhaupt eine Idee haben. Ja, ich glaube, mit dem Auto zu fahren ist schneller. Auch nicht. Guck mal, wie du mit dem Auto fahren musst, so eine Schlängelinie und dies und jenes. Ja, aber trotzdem bleibt ja die Meteranzahl die gleiche. Ja, und Fluglinie. Wir fliegen über alles drüber weg. Klugscheißer Macke, Kinder. Ja. Ist der verstrahlte Gebiet. Was du? Okay, was war denn jetzt los? Ja, keine Ahnung, Alter. Ich kann da nicht reinfliegen. Ich da jetzt reinfliege. Ja. Weiter rechts mal. Weiter rechts? Ja. Jetzt fliege ich wohl zurück. Vielleicht müssen wir laufen. Nee. Guck mal weiter nach da. Nach da? Ja, da wo es normaler aussieht. Was machst du? Ich gucke, wo es normaler aussieht. Da. Du
Wo ich den Shit hin habe. Ja, ich fliege ja schon. Hä? Du musst jetzt abbiegen. Wo denn abbiegen? Nach links zu dem Punkt. Soll ich fliegen mal am Bogen? Aber dann. Ja, und jetzt geradeaus. Okay, okay. Ja. Ach hier, wir müssen zur Kampfgrube. Oder was? Was zur Kampfgrube? Ja, das hat der Typ gerade gesaftet. Achso, nee, das ist eine extra Mission. Achso. Da war ich auch schon. Fliegen wir einfach einmal drum rum. Ja. Alter, ist das Ding lahm. CouchCrew TV hostet dich jetzt. Vielen lieben Dank. Die müssen ja mal noch mit und dann muss ich mich verlassen. Jetzt musst du nach links. So. Nach links? Schrei mich doch mal nicht an, du Holzmichel. Doch, du brauchst das. Lass mich. Lass mich jeden. Deswegen, mir fällt dir doch das. Ich hab's schon nicht leicht. Oh shit. Vater. Vater. Andere nennen mich Bratan. Vor vielen Jahren hörte ich Gottes Stimme. Er offenbarte mir den schwierigen Pfad, der vor mir lag. Alter, ich kann schon auch nicht mehr den Sticky halten, wenn ich hier nur gerade ausfliege. Ich muss mir auf jeden Fall was Neues einfallen lassen mit der Kamera. Das ist viel zu hell. Das blendet. So, wo muss ich jetzt hier hin? New Eden war mal eine Sekte, die von Joseph Seed angeführt wurde. Er hat das ganze County mit einer Droge namens Bliss vergiftet. Wenn du dich ihrem Territorium näherst, musst du vorsichtig sein. Es wird merkwürdig und gefährlich. Ja, das ist ja cool, dass die Hope Country noch. Quatsch. Wie hieß es eben? Bliss, Blech. Irgend so ein. Heroin. Heroin. Ja, wenn ich auch mein Licht ausschalte. Ja, okay. Alles klar. Guten Abend erstmal. Ey, wisst ihr, woran mich das erinnert? Ja, wie soll es mir gehen? Ja, einigermaßen besser. Also ich habe jetzt 2 Tage nicht gestreamt, weil ich halt keine Stimme hatte. Jetzt ist er einigermaßen wieder da. Geht. Es könnte mir besser gehen. Ja, das ist jetzt ja ein bisschen, ne? Alter, wie sieht er denn aus? Ja, genau. Lazi. Latz und Friends. Alter, was dauert denn hier so lange? Puller Peter, kurze Frage. Was hältst du davon? Habe ich mir mal für Stream organisiert.
Oder schon irgendwas davon gehört oder sonst was? Oder kann mir jemand ein Feedback geben? So, okay. Ich habe geklopft und es hat keiner aufgemacht oder was? Das ist ja anscheinend dahinter. Da ist er. Okay. Alter, wie abgefuckt. Schule. Hä? Okay. Wohin? Das Boot uns. Ist nicht jetzt hier so ein weißes Kastending? Raute. Ne, drück mal Dings. Touchpad. Die Insel. Das ist auch irgend so ein Außenposten. Keine Lust. Das ist, glaube ich, auch ein cooles Set. Das sieht ja extrem cool aus. Ja, das ist. Jo. Sieht man nicht? Blende gerade ein bisschen. Ja, was? Hier ist ein Jaguar. Habe ich, wie gesagt, mir mal besorgt. Ja, ich werde auf jeden Fall mal reinschnuppern. Komm mal her. Ich habe ein paar Viecher gekillt. Oh, schade. Es gibt aber Beschädigtes fürs. Du wurdest gerade gefickt. Alles wird stark. Sexy. Ja, die Viecher. Was sie bloß beschädigt ist. Ich weiß noch nicht warum. Mit Raketenwerfer und Flammenwerfer hier bloß beschädigt ist. Ja, verstehe ich ja auch nicht, Alter. Alter, ich werde gerade übel zugeschmissen mit Vorteilspunkten, Alter. Ja, bin ich auch, aber ich werde es mal morgen reinhauen. Werd mal reinschnuppern, wie es halt ist. Gut. Ey, warum sind wir nicht gefahren? Oder mit dem Boot? Ich weiß es doch auch nicht, Mann. Aber meistens keine gute Idee, immer sowas. Okay. In dem Boot, wo Land oder was? Das Buch ist der Schlüssel. Ja, man hätte ja zumindest mit dem Boot in der Reichweite schon mal hinfahren können. Na gut, ja. Warum ist das Buch der Schlüssel? Das stand auf diesem Tipi. So, hätte ich jetzt eher als Hebel genannt. Das Buch der Hebel ist. Der Hebel ist das Buch. Für den Stein. Hätte ich jetzt so gesagt. Puller Peter, ist denn bei dir alles in Ordnung? Feinde Buch. Du wirkst halt so. Desabwesend. Desabwesend ist auch ein schönes Wort. Finde das Buch. Es interessiert. Irgendwo ein Ziel. Doch, wir hätten mit dem Boot fahren können. Ja. Ich habe hier ein Boot ja gezaubert. Ich würde es vielleicht sogar vergleichen mit Destiny. Also ich kann mir jetzt noch gar kein Urteil darüber erlauben, aber das, was ich neues Destiny vielleicht. Ich weiß es halt nicht. Ich muss selber mal gucken. Okay. Dicker, ich habe doch gesagt,
dass du hättest trotzdem fragen können. Ja, diese komische Krankheitswelle geht gerade übelst rum, Alter. Das nervt. Mir jetzt auch übelst beschissen. Aber sobald ich mal 2 Tage nicht gestreamt habe, habe ich sofort 5 Follower verloren. Das ist immer ein bisschen schwer, da die Stellung zu halten. Ich laufe geradeaus. So, ja gut, du musst sie aktivieren. Was muss ich aktivieren? Die Kontrollpunkte da, also weiß nicht. Ach so. Na dann. Wieso soll ich zu meinem Partner? Die nicht. Ja, da steht, du entfernst dich deinem Partner zu weit, geh zurück. Ja, weil du auf einmal rechts abgewogen bist. Ja, aber ich muss ja hier am Anfang schon eins haben. Warum? Reihe. Wo ist denn das Teil hier oder was? Also hier habe ich einen Schlüssel oder irgendwie sowas. Hier ist Ahosch. Was ist denn das? Hier ist Ahosch. Geh mal das an, meine Zeichen. Jetzt muss ich da blühen. Hä? Was ist das denn? Ja, guck dir mal das hier an. Laser, Mann. Endlaser. Im Suchgebiet. Verstehe ich nicht. Du suche die Strahlen. Ja, aber nicht untersuchen. Also hier habe ich ja ihn schon. Ach, hier kann ich so ein Amulett. Findet die richtige Position, richte das Amulett aus. Ja, du, ihr seid doch ja iPhone-Experten. Nee, ich nehme die Funktion jetzt raus. Funktioniert denn das ja, dass ich ja... Der 3D-Touch, der funktioniert irgendwie nicht richtig, oder ich kann nicht bedienen. Au! Hä? Das verstehe ich nicht. Muss ich das hier verstehen? Finde die richtige Position und richte das Amulett aus. Bestimmt von hier, oder? Nicht so? Leuchtet, warum leuchtet das iPhone? Ja, ich weiß nicht. Ich habe hier so ein Stück Kristall. Oder irgend so ein Amulettgedöns. Von diesen Seed-Card, die krieg ich. Bitte.
Ich hab auf das Fass geschossen. Ah ja. Da leuchtet auch noch was. Hier unten drunter ist noch was. Jo. Patrick? Ja, wo bist du? Ja. Jo. Was denn? Da ist bei mir so ein rundes Ding. Suchgebiet. Ich ersuche gleich. Was? Versuche die Schlange. Ich muss hier irgendwas ausrichten. Das Ding ja vielleicht? So den Ding? Ja, hier, komm mal her. Ja? Oh, so scheiße. Was denn? Ah. So. Was denn? Was soll ich jetzt hier? So steht jetzt halt das Gehirn. Guck mal da rein. Wenn ich jetzt, ja. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt habe ich es gerade verstanden. Ja, man kann im Twitch zoomen. Telemann, komm. Ja, gute Dame. Voll den Körper, Alter. Hab jetzt auch den Dings ab. Den Stream. So, hier mal her, ja, das Ding. Wieder Twitch und so. So, jetzt hab ich wohl hier so ein Ding. Schieß mal hier, Willa, gegen das da, bitte. Jo. So, das. Ist auch fertig. Jo. Und das auch. Genau hier. Irgendwie. Ja, ich glaube auch von hier. Und nee, irgendwas muss da kaputt gemacht werden. Gehst du mal gucken? Sicher. Ja, es ist schon richtig, aber irgendwas ist hier noch im Weg. Nee. Oder muss ich noch weiter nach hinten? Ja, hab's. So, eins noch. Der sieht, Alter, der hat sich einfach mal gar nicht optisch verändert. Das ist ja schade. Willkommen, wie heißt.
Aber was mir mal aufgefallen ist, weil ich gerade mal den Zuschauer angeguckt habe, weil ich ein Stalker bin. Commander Root ist wieder dabei. Wir sind Commander Root. Na gut. Ja? Commander Root. Der ist öfters dabei, der war auch damals bei mir dabei. So. Und Loot. Der Wind bringt auch Loot. Also hier drin ist irgendwas. Muss ich hier vielleicht irgendwas zerstören? Timmy sagt gerade, das ist ein Bot. Du Commander. Wo ist er das? Ich bin nicht so involviert. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn damals auch mal angeschrieben. Commander Boot. Ja. Und hat er so zurückgeschrieben, wie cool du bist? Ja. Ja, das stimmt doch. Ey, hier, komm mal hier rein, Patrick. Ist gefunden. Guck mal da. Geh mal hier auf den Tresen. Auf den Tresen? Ja, und dann kannst du da so durchlunchen. Dann geh mal aus meiner Lapusle. Dem nicht weiter, dann kann da. Du musst X drücken, glaube ich. Zu klettern. Und ducken. Es reicht, glaube ich. Meinst du, man muss. Ducken. Ja. Auf dem Tresen. Relativ weit vorne. Ja, siehst du. Ey, Josef. Josen. Dings zum Ziehen. Na toll. Jetzt hast du es gedreht, Alter. Gut. Ja, dann drehen wir nochmal. Kannst du nochmal drehen. Ja. Funktioniert oder? Drehen wir nochmal? Nee. Warte mal, diese Teile, diese Spitzen, die sind ja überall hier festgemacht. Gibt's da irgendwie noch? Nochmal? Noch? Genau. Ja. So. Nee. Ist falsch. So, und zwar. Wie sich hier erinnert, oder? Mach mal bitte, dreh mal nochmal. Warte mal. Ob du musst dich anders hinstellen, oder? Ich muss hier auch nicht auf den Tresen, glaube ich. Und du musst das Ding nochmal drehen. Frage ich mich zwar, wie das funktioniert, wenn man das so alleine spielt. Die ganze Zeit hin und her laufen. Ich weiß, wenn wir denken, wie. Guck mal jetzt mal. Das hätte, glaube ich, genau. Ja, das ist es. Komm mal hier, wo ich bin. Das passt genauso rein. Gepickt? Ja. An
Und das passt doch das auch nicht. Das ist ganz schön scheiße, du kannst es nicht machen, wo? Ich könnte dich das gleiche fragen. Nee. Oh, wir haben noch etwas gemeinsam. Unsere beiden Leben sind Pflaumen. Ach so ist das. Sag doch, dass du auch so eine Ecke hast, quasi, dass du das den einfügen musst. Genau. Ich dachte, das ist ja ein einfacher Ring. Das ist falsch. Unten muss ein Strich sein. Sag doch das gleich. Sich das damit einfügen muss. Nein, auch nicht. Auch nicht. Sicher. Ganz sicher. Weil oben K2 ist und ich habe oben. Also das. Das macht so Geräusche. Das müsste es sein, aber. Irgendwie, warte mal. Oder. Ja, weiß nicht. Dass ich mal woanders hingehe. Hier ist auf jeden Fall das Logo, wie es aussehen muss. Anscheinend. Jetzt sahst du es, oder? Nee. Nee, ich muss da renieren, ma. Links muss ein Strich sein, ne? Ja, der Ring ist. Ja, genau. Wenn ich den Ring jetzt raushole, siehst du den? Oh nein. Mal stehen. Alles aber hat. Stell dich mal so hier hin. Also theoretisch. Nein? Nein. Also drehen wir noch einmal. Nein, unten habe ich doch einen Strich und da sind doch zwei hier gerade. Ah ja. Tschüss. Also so dürfte perfekt sein. Aber. Ja, musst du musst da mit denen nee, machen. Nee, auch nicht. Auch nicht. Nochmal drehen? Kannst du auch drehen. Das muss. Es kann auch nicht Sinn, weil das Ding ja oben. Das muss es aber sein. Geht da gar nicht, weil ich oben. Mal, ja. Ja. So, jetzt das ist es. Nee, das ist doch, ja. Doch, das muss es sein. So. Es hat man schon mal. Ja, ich weiß. Ich krieg's. Oh. Danach muss ich ja dann wirklich auf. Geht denn das mal nicht? Sehr wichtig halten. Ach, wirklich jetzt? Ja. Genau richtig.
Dankeschön. Ey, so müsste es genau sein. Aber warum? Stehen vielleicht? Nein. Vielleicht. Alter, warum drehst du das denn jetzt? Aber warte doch mal. Ihr macht's wieder nicht ruhig. Ja, ist aber falsch. Weil ich habe. Der ist auch falsch. Und das ist richtig. Ich sehe es ja, dass es direkt richtig ist, aber. Aus irgendeinem Grund. Ey, das sieht im Stream bestimmt so behindert aus, Alter. Ich will nicht auf der Reihe kriegen. Jetzt haben wir auf dem Dresen probieren. Oder war es ja funktioniert? Auf dem Dresen. Ja. Der Tresen ist zu hoch. Aber jetzt müsste es ja theoretisch, bin jetzt direkt in der Mitte. Also besser geht nicht. Ich probiere es nochmal da, wo es das hier ruhig macht. So, hier, das ist der einzige Punkt, wo es nicht ruhig macht. Ja, kann ja auch sein, aber ich habe... Kannst du ja irgendwie drehen oder was? Den Dings nicht, ne? Mach noch mal, dreh noch mal. Zacken müssen hoch gegeneinander sind. Also ein zeigt nach der Richtung, der andere nach der anderen. Ja, klar. Diesen geraden Strichen. Ja, klar. Ist mir bewusst. Hier ist auch nochmal so ein Ding. Ey. Ich fresse gleich einen Besen, Alter. Ich hatte es gerade fast. Ja.
Ja, habe ich auch schon gedacht, deswegen bin ich ja vorhin schon in eine andere Seite gelaufen, dass wenn die Klackstellung ist, dass man das dann direkt von der anderen Seite probiert, aber die andere Seite, da ist kein Punkt, wo man hingehen kann. Weil dieses Teil hier zeigt extra an, dass es von hier gemacht wird. Oder Philipp, gibt es irgendwo noch ein anderes, dass ich es von einer, genau von einer entgegengesetzten, wo es klackt? Weil dann müsste ich es ja direkt seitenverkehrt machen. Weiß nicht. Ist ja nicht, wo ich kann entlang der Fackeln gar nochmal laufen. Zu den großen Dingen. Aber du begibst dich zu weit weg. Da ist ein großes brennendes. Zack. Das ist noch ein großes brennendes, aber das hilft uns nicht weiter. Hier leuchtet doch nirgendwo irgendwas noch, oder? Ich glaube, du musst es da mal. Alter, vielleicht vom Dach aus? Nee. Probier's, aber es geht schlecht, weil dann hast du die Ecken nicht. Ja, stimmt. Nee, nicht YouTube, Alter. Aber dreh mal selber. Dreh einfach mal selber. Ich hab's gehört, wo das geklackt hat. So, jetzt hat es wohl so ein Geräuschgedöns gemacht. Aber da müsste ich ja theoretisch, komm mal mit, von irgendwo ganz da hinten. Der Wind bringt Veränderung. Und jetzt zeigt er mir das Ding an. So. Zeigt er die ganze Zeit das Ding bei mir an. Aber das passt nicht, weil die Zacken ja auch nach oben zeigen. Komm mal mit, bitte, Philipp. Geh mal zu dem. Hier spawnt Joseph Seed und zeigt euch das Ding. Er will, dass ihr das hier macht. Der Vogel. Er spawnt hier bei dem verbrannten Dix. Zeigt drauf. Das hier kann man. Da, da hinter dir, dreh dich mal. So, na ja, gut. Da wo es kein brennt, schon doch. Zeig. Da drauf. Ja, und ich habe. Ich habe das. Achso. Sieht man nicht das? Keine Ahnung. Siehst du die Einschusslöcher, die ich gemacht habe? Warte nochmal. Nein. Geh in das Haus und guck von dem Bartresen durch das zerbrochen. Das. Da. Von dem Barfenster aus. Was ist das überhaupt? Wo muss ich nochmal drehen? Oder geh mal außerhalb des Baufensters.
Okay, nee, das ist beschissen. Zuschauer, denke ich mal, hat mir gerade geschrieben, dass ich auf jeden Fall zum Tresen und dann durch das Zerbrochene. Das könnte auch auf jeden Fall hinhauen, aber Philipp, auf jeden Fall viel Spaß, Alter. Ich krieg das easy hin. Ja, du Mr. Easy bist. Was? Kannst du daraus bitte ein Tutorial, ein Stream machen, bitte? Wie easy du das hinkriegst? Stimmt. Nee, nee. Jetzt nur noch das Symbol richtig drehen. Aber das ist doch richtig gedreht. Ja, dann bleibt man da stehen. Hey. Dann bleibt da drauf jetzt. Mir ist noch übel verzögert. Sie ist halt nicht. Ich drehe gleich durch, Alter. Es muss doch so. Oder wie denn sonst? Bin schon eine halbe Stunde drüber, ich fange an zu wollen. Digga, ich krieg's jetzt halt einfach nicht hin. Ist doch genau gerade. Das sind vier Spitzen und dann noch mal so 18 kleinen Dinger da. Perfekt. Hast du auch einen neuen Ring hier gekriegt? Ja. Ja, klar. Der passt ja auch. Ist es vielleicht bei mir verbuggt oder sowas? Bei mir ergibt sich das null. Keine Ahnung. Das muss man doch nicht so haargenau machen, Alter. Das wäre doch richtig behindert. Meinst du vielleicht durch das zerbrochene Fenster? Das wage ich zu. Nee, durch das Zerbrochene jetzt schon mal nicht. Oh, das wird hübsch aussehen.
Philipp, ich bitte dich wirklich drum. Gehe mal auf den Tresen ein wenig probieren, dann habe ich dafür. Der nette Zuschauer sagt, auf dem Tresen. Oh, fick dich doch. Aber perfekt ist es nicht vom Tresen, sondern... Da. So ist perfekt. Philipp, du guckst noch zu, ja? Du siehst, dass es so ist, wie es ist, ja? Ich verzweifle hier wirklich gleich. Du kannst das im Stehen machen. Ich kann das im Stehen machen. Nee, ich bin gerade. Ich bin gerade mit meinem Bruder in der Party. Im Stehen kann ich es nicht machen. Doch. Ja, aber dann. Stehen und hier so. Hast du einen Kater? Keine Ahnung. Ja, dann verpiss dich doch mal kurz. So und dann. So. Genau müsste es eigentlich machen, oder? Ich habe mir gerade ein Video angeguckt. Oh, da hält sich. Ja? Aber es tut halt einfach nichts. Es macht halt einfach. Ja, wo ist bei dir dieser gelbe Punkt? An diesem Ziehteil. Ja, dann zieh da mal dran. Hä? Dann? Bis die Position so ist. Bis die Position so ist? Ja. Dass ich das machen muss, oder was? Ja. Nochmal. Ja, zweimal. Halt mal das Ding da dran. Ja,
Bei mir ist es halt immer noch da. Ich glaube, es ist halt einfach verbuggt. Oder wollen wir uns mal sterben lassen? Es kann es doch echt nicht sein, oder? Oh, Digga, ich hab mich ganz übelst erschrocken. Oh. Oh. Ey. Kann mich nicht selber. Guck mal, hast du dich mal irgendwie selber killt? Flammen kann ich. Ich habe halt wirklich keine Zeit mehr. Aber Puller Peter, du siehst doch haargenau, dass das passt oder nicht. Oder bin ich einfach zu blöd gerade dafür? Es ist doch 1:1 passend. Was hat da einer geschrieben? Live-Pad. Das was wird jetzt hier wieder spawnen. Quick, you only have 30 seconds. Haben Sie ein Bewerbungsfoto oder Lebenslauf? Ja, super. So, jetzt hat's nämlich ein ganz anderes Blinken gerade ein Geräusch gehabt. Ja, da ist jetzt so das Richtige. Alter, ja. Dann war das die ganze Zeit verbuggt, Alter. Ey, da hätten wir jetzt noch 3 Stunden probieren können. So ein dummer Mist. Ey, wirklich mal, Alter, ey. Dafür bezahlt sie Geld, wa? Ja, gut. Man will ja jetzt, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber. Und wegen Meckern auf hohem Niveau, das ist. Ohne das kommst du ja nicht weiter. Ja, gut. Gibt Schlimmeres. Nee, gibt's ja nicht, so kannst du ja gar nicht weiterspielen. Wir müssen ja runter. Ich stand gerade Josef und hat hier runter gezeigt. Aber da stand Folge dem. Achso. Der Glückseligkeit. Das ist hier das vom 5. Alter. Da hat's ein bisschen gechappert. Und das ist ein Bunker, wa? Ja, Anfang. Der kommt bestimmt gleich um die Ecke geschossen hier, Alter. Dann. Nettert's, ja, sag ich ja. Josefs Wort. So, was lesen. So langsam. Jo. Oh, shit. Naja, Leute. War ich ja nicht vergessen. Ah, so weiß ich doch. Na klar. Okay, das war echt crazy gerade. So, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zugucken.
Danke auf jeden Fall an. Oh, wie hieß er denn jetzt? Jess? Jess? Jazz? Jess? Warte. Gut, so soll das gut sein. Wie fühlst du dich jetzt? Was glaubst du denn? Ich fühle mich gedemütigt. Wo? Was? Jason 8866. Ich bedanke mich natürlich. Jason, ich bedanke mich natürlich auch für deine Hilfe auf jeden Fall. Wir waren ja eigentlich fast richtig. Fast. Und wir hören uns auf jeden Fall die Tage wieder. Und dann wird es, denke ich mal, einen Stream von Atom geben. Oder Metro da halt weiter. Da würde ich aber nicht mitmachen. Nein, da würde er nicht mitmachen, aber wir sollten vielleicht auf Far Cry weitermachen. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall. Euer Forst, macht's gut und bis die Tage. Peace out. Ciao.